Cool von Philipp Winkler. Das ist kein Buch für schwache Nerven. In diesem Debütroman geht es ums Prügeln und verprügelt werden. Um Fußballfans außer Kontrolle. Um Hooligans, die sich jenseits der Stadien zu Schlägereien verabreden. Warum diese Gewalt? Warum tun Leute das? Wie kommt man dazu? Also welchen Background hat man oder muss man vielleicht haben, um da irgendwie reinzukommen? Hool ist die Geschichte eines Außenseiters. Die Geschichte von Heiko. Der Vater, Alkoholiker, die Mutter, abgehauen. Zweimal ist er durchs Abi gerasselt. Alles, was er hat, ist Wut. Und alles, was er glaubt zu können, kämpfen, Matches organisieren. Ich spucke meinen Zahnschutz in die Hand. Er verklebt mir die Handfläche mit Blut. Mein Gesicht pulsiert in heißem Schmerz. Ich sehe zu Ulf auf. Hoffentlich gibt's noch eine zweite Runde. Der Sound des Romans, so rau wie die Hools. Heikos Ersatzfamilie. Die meiste Arbeit an der Sprache war, eine Balance zu finden, die eben nicht zu sehr in diese mündliche, idiomatische Richtung geht und auch auf keinen Fall zu literarisch und zu künstlich klingt. Stück für Stück setzt Philipp Winkler das Psychogramm eines jungen Mannes zusammen, der keine Worte für seine Gefühle findet. Heikos Antwort? Gewalt. Hool geht an die Schmerzgrenze und lässt eine große Sehnsucht spüren. Nach Liebe, Freundschaft, Familie. Widerfahrnis von Bodo Kirchhoff. Ein Mann und eine Frau. Er hat seinen Verlag aufgegeben, sie ihr Hutgeschäft. Zwei einsame Menschen jenseits der 50 begegnen sich und begeben sich spontan auf eine Reise. Das sind zwei Menschen, die ein Stück aus der Zeit gefallen sind, die aber gemeinsam etwas erleben, dass sie binnen kürzester Zeit in unsere Zeit hineinstößt. Weiter, immer weiter an den südlichsten Zipfel Italiens geht die Fahrt. Und plötzlich widerfährt ihnen, woran keiner mehr geglaubt hat. Die Liebe. Wo wären wir ohne etwas Selbstüberschätzung? Jeder wäre nur in seinem Gehäuse. Ein Flüchtling vor dem Leben. Doch dann bricht das Weltgeschehen ein. Eine kleine Bettlerin stößt zu ihnen. Ein Flüchtlingskind? Der Entschluss, das Mädchen mitzunehmen, erweist sich als fatal. Und der Traum vom späten Familienglück als Hirngespinst. Für mich kam es darauf an, eine Parabel zu erzählen. Auf kleinstem Raum, sozusagen mit minimalen Mitteln, etwas zu erzählen, was sich im Großen bei uns abspielt. Wie das Private und dieses welthaltig-öffentliche nicht zusammengeht. 4 Tage braucht Bodo Kirchhoff in seiner Road Novel, um zwei Menschen aufbrechen und scheitern zu lassen. Und ihnen am Ende dennoch die Chance auf einen Neubeginn zu schenken. Ein langes Jahr von Eva Schmidt. Wie fängt man ihn ein? Den Alltag, das, was uns alle umgibt. Jene unaufgeregten Momente, die ein Leben ausmachen. Sie kann das, Eva Schmidt. Und ihr Roman Ein langes Jahr, das erste Buch seit 19 Jahren. Es gab einfach sehr viel anderes zu tun. Eine sehr große Familie, eine komplizierte Familie. Und ich hatte nicht wirklich den Kopf zum Schreiben. Also es waren einfach andere Dinge wichtiger. Das Leben war einfach wichtiger. Einem Geflecht gleich kreuzen sich in diesem Buch Lebenslinien. Überforderte Eltern, Trinker und Träumer. 38 Miniaturen, verortet in einer öden Hochhaussiedlung. Ein Wohnblock reihte sich an den anderen, dazwischen Wege. Die Hausnummern waren auf die Fassaden gemalt, in riesigen Ziffern
und unterschiedlichen Farben. Die Hauseingänge verstellt mit Müllcontainern, Fahrrädern, Gerümpel. Menschen leben miteinander und doch aneinander vorbei. Ihre Blicke treffen sich im Treppenhaus, von Balkon zu Balkon. Der Blick auf das vertraut Fremde. Ja, sind sehr viele sehr einsam, darum haben sie wahrscheinlich so viele Hunde. Irgendwann habe ich mir gedacht, um Gottes Willen, das sind viel zu viele Hunde und das geht doch nicht. Aber ich konnte dann einfach keinen weglassen. Und genau das macht Eva Schmidt Schreiben aus. Es ist eine Literatur, die wenig braucht und doch alles hat. Und aus der man kein Detail weglassen kann. Skizze eines Sommers von Andrej Kubicek. Hochsommer, Hitze, Freiheit. In Andrej Kubiceks Roman driftet eine Gruppe Jungs durch den Sommer 1985. Ein kurzer Sommer der Anarchie, mitten in der Plattenbausiedlung. Ferien sind ein Ausnahmezustand und in diesem Buch natürlich ganz besonders, weil der Protagonist ohne Aufsichtspersonal die Ferien genießen kann und viel Geld hat. Also das ist der größtmögliche Ausnahmezustand, den man mit 16, glaube ich, haben kann. Eine Geschichte vom Erwachsenwerden, vom sich abgrenzen, vom sich verlieben. Klar, Mädchen spielen da eine große Rolle. Besonders das Mädchen ohne Namen. Sehnsucht, Liebe, Freundschaft. In diesem Sommer dreht sich alles darum. Und um die richtige Musik. Ganz ohne Schmerz ist es aber nicht zu haben, das Sommergefühl. Kein Wunder, dass einem dann die Melancholie anfiel wie ein blutrünstiger Schwarm Moskitos. Keine Ahnung, wer zuerst zu wem kam. Die Melancholie zu mir oder ich zur Melancholie. Aber eines stand fest, seit einem Jahr war sie da und das andere, sie ging seitdem nicht mehr weg, nicht mehr freiwillig. Ein intensives Buch über wilde Herzen und die erste Liebe in einem Land, das sich wenige Jahre später auflöst. Die DDR. Die DDR spielt im Grunde nur eine Nebenrolle. Sie kommt tatsächlich so vor, wie es ein Jugendlicher damals wahrgenommen hat, als eine ganz gewöhnliche Normalität. Am Ende hat das Mädchen einen Namen und die Melancholie ist gezähmt. Zumindest einen Sommer lang. Davon erzählt Andrej Kubicek mit einem lässigen Sound. Ganz unsentimental. Die Welt im Rücken von Thomas Melle. Wie hält man das aus? Aus der Welt zu fallen? Die Depressionen, das schwärzeste Schwarz, der hirnversenkte Schwachsinn. Thomas Melle bringt seine bipolare Störung zur Sprache. Er erzählt mit der Welt im Rücken gegen Scham, Angst, Wahnsinn. Es ist einfach zur Notwendigkeit geworden, das zu schreiben, weil mein ganzes Leben und das ganze Schreiben davon bestimmt war. Da musste Tabula Rasa gemacht werden. Der Wahnsinn ist ein Vorgang, kein Zustand. Und er kann Stunden dauern oder Wochen oder Monate. Ich sitze da oder bin ein Gegenstand. Ich gehöre nicht mehr zur Klasse der Menschen, sondern zu der der unbelebten Gegenstände, Dinge, Objekte. Ich bin aus Holz, aus Stahl, aus Plastik. Meine Adern sind Kabel. Ich kann nichts mehr spüren, außer Trauer. Oh God, er schläft mit Madonna während seines Wahns, sieht Botschaften überall. Alles meint ihn. Wir durchleben mit ihm Höhen und die Hölle. Fliegen, fallen, schreiben. Eine Teufelsaustreibung, Beschwörung. Thomas Melle erobert sich einen Funken Hoffnung zurück. Ich versuche, alle sprachlichen Mittel auszuschöpfen und tatsächlich also die große manische Maschine anwerfe, ohne Gott sei Dank selbst manisch zu werden. Man muss die Angst wahrscheinlich auch zulassen und die packt mich manchmal und durchaus auch beim Schreiben des Buches. Ein Buch, das schreit. So ist es bei mir gewesen. So wird es hoffentlich nie mehr sein. Ich meinte schon nach der zweiten Manie, eine dritte würde ich nicht überleben. Habe ich aber, würde ich wieder. Ich mag mich wieder umbringen wollen, irgendwann. Dann werde ich dennoch weiterleben. Fremde Seele, dunkler Wald von Reinhard Kaiser-Mühlecker.
Dieser Mann erzählt von der Gegenwart und doch wirken seine Bücher wie aus einer ganz anderen Zeit. Reinhard Kaiser Mühlecker, der Bauernsohn aus Oberösterreich und sein Roman Fremde Seele, dunkler Wald. Die Welt, die ich zu beschreiben versuche, eigentlich immer wieder, ist eine, die ich sehr gut kenne, in der ich selber aufgewachsen bin und von der ich immer mehr glaube, dass sie relativ unbekannt ist. Es ist die bäuerliche Welt an einem Mehrgenerationenhof. Doch die Idylle sucht man vergeblich. Ein Vater, der Stück für Stück das Land verscherbelt, der Opa ein Patriarch und mittendrin zwei Brüder. Hin und wieder dröhnte es von der Autobahn her, ansonsten war es sehr ruhig. Ja, die Stille war sogar fast unheimlich, als wäre das Unwetter vom Vorabend nicht einfach bloß ein Unwetter, sondern eine Züchtigung gewesen, die über sie hereingebrochen war. Es sind Figuren, die eingesperrt sind in ihrer Herkunft, in ihrem Glauben. Sie gehen fort und kommen doch nicht voran. Überall innere Leere, Schweigen. Die neue Zeit rast an ihnen vorbei. Man hat nur eine Sprache, genauso wie man nur eine Herkunft hat. Und man kann sich das nicht aussuchen. Aber man kann es mit Worten bannen. Diesen Menschenschlag, diese archaische Landschaft. So genau und schonungslos, wie er es macht.